wie ich abgehe, wie ein Bekloppter. Okay. Herzlich willkommen im dritten Spiel zwischen Solomonic und Nix. Zwei supergeile Hoops. Zwei supergeile Spiele gesehen gerade. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und es steht momentan 1-1 zwischen den beiden. In der unteren linken Position spawnt unser Solomonic und in der oberen rechten Position der Nix. Im letzten Spiel konnte der Solomonic doch einigermaßen eindeutig gewinnen. Und ich bin gespannt, wie jetzt das dritte Spiel läuft. Nix hatte auf jeden Fall so oder so schon mal einen grandiosen Sieg gebracht. Kann auf jeden Fall gehen für ihn. So, momentan noch alles hier. Standard, der Scout kommt jetzt rein. Sieht hier die Kaserne, die gebaut wird. Zieht sich wieder zurück. Gas wird auch gebaut. Ich denke mal, wird sehr wahrscheinlich wieder mit dem Reaper anfangen. Nimmt sich hier erstmal den Watchtower mit der Drohne. Oder auch nicht. Und baut hier einen Warp-Knoten. Na, was hat er hier vor? Möchte er jetzt seine Proxy-Aktion starten, die eben nicht funktioniert hat? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall geht hier der SCV los. Doppelgas schon wieder. Na, er hat auf jeden Fall was geplant. Hier kommt der Pylon. Also ich gehe mal von Proxy Stargate oder irgendwie sowas aus. Ich weiß es aber nicht. Wäre auf jeden Fall mal schön zu sehen. Ja, Doppelgas. Er kann sich sowas jetzt mit Sicherheit schon denken. Jetzt wird er sich denken können. Doppelgas? Und hier? Was ist da los? Ja, ist mit den Workern auch leicht vorne. Aber durch den Mule, gut, der Reaper ist auch schon draußen. Der fliegt hier langsam los. Ja, geht jetzt auch hier unten gucken. Kann sich da schon denken, da ist was im Busch. Da ist definitiv was im Busch. Oh! Geht hier an den Watchtower. Hier unten der SCV an dem Expansion-Punkt. Er selber, Solomonic, hat seine Expansion halb durch, wundert sich jetzt wahrscheinlich auch. Na, kommt da was, kommt da nichts? Scoutet hier mit dem Reaper überall, wo baut er was, wo baut er was, wo hat er seinen Stargate-Gedinger? Und hier Roboterfabrik. Okay, eine versteckte Roboterfabrik. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und er scoutet hier überall. Was hat er vor? Eine versteckte Expansion oder was macht er? Baut jetzt hier einen Maschinendock. Das ist auch übel. Sehr gemein, wie ich finde. Aber gut, ist der Stalker schon. Das ist geklärt. Mama. Kleines Marmaschiff ist auch schon, fliegt hier durch die Gegend. Und Warp-Technologie ist im Kommen. Expansion, ja, Expansion durch. Baut hier Immortals. Das ist ja krass. Hier oben der Reaper, er kann sich schon denken, irgendwas ist im Busch, irgendwas ist komisch. Hat aber natürlich auch eben die Drohne gesehen, die hier
seinen SCV bekämpft hat. Vielleicht geht er auch davon aus, dass eine Expansion kommt. Hier fliegt jetzt eine Drohne rein, wird abgeholt. Und hier baut er noch einen Pylon am Watchtower. Er will auf jeden Fall hier einen One-Base-Push machen. Drei Gates mit Warp-Technologie und hier von der Seite die Immortals. Ich glaube, das könnte ihn auch richtig böse treffen. Der Reaper geht hier nochmal gucken, was ist da los? Ne? Er kann sich das schon denken. Irgendwas ist im Busch. Irgendwas ist nicht normal. Geht hier nochmal rein. Aber einfach nur, um zu scouten wahrscheinlich. Nexus-Kanone, bam. Hier wird jetzt prächtig reingeworben. Zwei Immortals dabei. Boah, das wird ihn, glaube ich, richtig übel treffen. Er hat 14 Marines. Oh, da macht dann Golden X. Oh, ich glaube, das wird ihn hart überraschen. Hat... Oh, und das Force Field hier. Übel. Übel. Die Bunker waren auch noch nicht fertig. Oh, räumt hier richtig ab. Marines zwar eine gute Position gehabt zum Stehen, aber werden hier einfach nur gnadenlos abgefarmt. So, geht jetzt die Rampe hoch. In die Mainbase rein. Warpt von hinten fleißig nach, wie sich das gehört. Geht hier drauf, um das Stim- oder Schild-Upgrade abzubrechen. Sehr krass. Hier Stim unterbrochen, dann war hier Shield unterbrochen. Krasse Nummer. Und jetzt geht er hier drauf mit allen SCVs und Marines. Wahnsinn. Warpt jetzt natürlich nach ohne Ende. Jetzt sind beide One Base. Vom Supply her nix etwas weiter vorne. Aber der Solomonic hat, glaube ich, auch noch einen kleinen Income-Vorteil, den er jetzt aber natürlich verliert, weil die ganzen SCVs in den Kampf gehen. Ich glaube, das sieht übel für ihn aus. Das sieht richtig übel für Solomonic aus. Verliert ja auch richtig viele SCVs. Hier nochmal ein Force Field gesetzt. Und da kann er nochmal die SCVs abräumen, die hier unten stehen. Boah. Richtig übel. Richtig übel. Kann hier noch mehr abräumen. Wahnsinn. Richtig, richtig gut gespielt vom Nix. Richtig gut gespielt. Ich hatte es zwar schon mal gesagt, aber für die Leute, die jetzt erst dabei sind, Nix ist ja in der Ladder Gold und unser Terraner ist in der Ladder Diamant. Dementsprechend hat er hier so eine richtig gute, große Verbesserung hingelegt. Laddert halt einfach sehr wenig. Hier werden Kasernen nachgebaut. Jetzt macht er nochmal ein Go. Ja. Guckt hier nochmal, ob die Expansion nachgebaut wurde. Geht hier mit den Zealots vor. Sehr schön, dass er die auch vorschickt. Force Fields dahinter. Boah, war das... Da könnte er trotzdem viel verlieren. Er zieht sich hier auch zurück. Beide. Nachgepumpt ohne Ende. Gucken wir mal in die Production. Ja, Stim Upgrade kommt wieder neu. Holte sich. Oh, ja, da kommt hier Slow Motion. Das sieht übel aus. Ja, da werden die wieder abgeholt, hier die Tech-Labore. Dass da bloß kein Dingen fertig wird. Muss hier wieder mit den SCVs kämpfen. Das hält ihn natürlich ohne Ende auf. Er verliert Mining-Zeit. Deswegen, selbst wenn der Nix jetzt nicht den Sieg nach Hause fährt, hat er auf jeden Fall schon wieder einen guten Kampf gewonnen. Jedes Mal nimmt er hier ohne Ende SCVs mit. Natürlich selber auch noch keine Expansion gebaut, aber das braucht er auch gar nicht. Er warpt hier Units rein ohne Ende. Beide hier
One Base. Solomonic natürlich gezwungenermaßen, aber da macht er auch nochmal ein Go rein. Ich denke mal, das wird gelaufen sein. Fast doppelt so viel Supply. Aber wie sich das gehört, der Solomonic gibt nicht auf. Never surrender. Wunderbar. Hier nochmal Techlabor. Ah, da geht er wieder mit den SCVs drauf. Verliert ohne Ende. Oh, hier schön Hit and Run. Sehr gut. Könnte da vielleicht noch den einen oder anderen abholen. Ja, macht er jetzt auch. Sehr gut. Mittlerweile nur noch 9 Worker zu 26. Das ist schon ein deutlicher... Eine deutliche Ansage, möchte ich sagen. Hier, warpt weiter rein. Ja, das ist jetzt quasi nur eine Frage der Zeit, aber ich denke mal, es wird für Solomonic sehr, sehr schwer werden, da wieder rauszukommen. Oh, und jetzt verliert er noch fast den Medivac mit den Einheiten, oder? Die nächste Kaserne, Force Field, wieder sehr schön gesetzt. Sehr schön. GG. Ja, auf jeden Fall. Der Nix, was ist mit dem passiert, hör mal? Ist er gecoacht worden von einem Grandmaster oder was? Nee, mal Spaß beiseite. Auf jeden Fall... Beide sehr, sehr gut gespielt, aber da konnte der Nix tatsächlich den zweiten Sieg mitbringen und ist jetzt in Führung. Wahnsinn! Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns gleich im vierten und letzten Match zwischen den beiden wieder.